Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Format der Playtime Show. Was wir uns dabei gedacht haben? Ganz einfach. Im Wochenrückblick am Freitag im High Five gehen wir meistens nicht darauf ein, was am Wochenende vor der besprochenen Woche passiert ist. Und außerdem sind wir trotz kopierender Jabbas im Hintergrund immer noch zu ernst. Das hier ist also ein Format für wochenendentspannte Leute. Und als Anfang werfen wir euch jetzt direkt erstmal die kuriosesten News des Wochenendes an den Kopf. Los geht's. Das Finale der Sci-Fi-Story um Commander Shepard und die fiesen Reaper kommt erst im März. Peinlich für BioWare oder ein netter Werbegag, dass einer ihrer Mitarbeiter aus Versehen bereits eine Xbox-Beta-Version online gestellt hat. Bevor der Fehler behoben werden konnte, haben sich die Bilder bereits im Netz verbreitet. Sie zeigen Shepard teilweise in Begleitung von Liara und Garrus beim Kampf gegen die Invasoren auf der Erde und ein Interface, das wieder etwas komplexer wirkt als im zweiten Teil. Ich freue mich auf mehr Rollenspielelemente und ärgere mich, dass meine Xbox am Wochenende nicht online war. Auch bei Rockstar ist man scheinbar vor Sicherheitslücken nicht sicher oder freut sich über die brodelnde Gerüchteküche. Ein angeblich echter Teil der GTA 5 Weltkarte ist bei Twitter aufgetaucht und zeigt Orte wie Las Palmas und Hunter Valley. Genauso unklar wie die Echtheit dieser Karte ist, ob an den Gerüchten etwas dran ist, die ein angeblicher britischer Spieleredakteur in die Welt gesetzt hat. Demzufolge ist das Spielgebiet viermal größer als in GTA 4 und es soll viel mehr Innenbereiche geben. Das Dating-System soll über Bord geworfen worden sein, dafür soll mehr Wert auf die Konflikte mit den Ordnungshütern gelegt werden. Die Polizei greift angeblich härter und realistischer durch, dafür stehen euch auch mehr Möglichkeiten zur Verfügung, die Beamten loszuwerden. Jürgen Wikknudstorp hingegen muss wahrscheinlich keine Autos klauen. Er baut sie sich einfach aus Lego. Der Geschäftsführer der dänischen Spielzeugfirma hat mit seiner Marke offenbar die Lizenz zum Gelddrucken, solange es um reale Bauklötze geht. Das MMO Lego Universe Online hingegen ist nach kaum mehr als einem Jahr am Ende. Keine große Überraschung, bot das Spiel für eine junge Zielgruppe doch nur eine sehr begrenzte Spieldauer und mäßig spannende Missionen. Ende Januar 2012 hat es sich jetzt ausgeklotzt. Diese Woche ist es soweit. Modern Warfare 3 erscheint. In Frankreich scheinen einige Fans sehr ungeduldig darauf gewartet zu haben. Und zwar so ungeduldig, dass sie tatsächlich mit Tränengas und Skimasken bewaffnet einen Laster überfallen und 6000 Kopien des Spiels gestohlen haben. Das hat übrigens nichts mit den Konsolenversionen zu tun, die wir schon bereits getestet haben. Das Spiel hat übrigens auf allen unseren Seiten hervorragende Wertungen eingeheimst und Thomas Sedlak wird uns erklären, warum. Was da abgeht und was auch an Dingen halt passieren, die man nicht für möglich gehalten hat. Also das ist wirklich größtes Hollywood-Kino zum Mitspielen. Und der Spielspaß lebt auch wirklich davon, wenn man die Anlage aufdreht und links und rechts nicht nur die Kugeln fliegen, sondern die Gebäude zusammenbrechen und die Bomben einfallen. Also es ist wirklich ganz großes Kino zum Mitspielen. Natürlich gibt es ein bisschen Kritik. Also irgendwie verabschiedet sich Call of Duty immer mehr vom klassischen Ego-Shooter-Genre. Es ist halt wirklich nur noch so ein Durchrotzen der Gegner durch das zurückgekehrte Zielsystem, wo man durch die einzelnen Gegner durchschalten kann. Habe ich mich eben dabei erwischt, wie ich wirklich in Sekundenschnelle die ganzen Gegner halt so weggerotzt habe, ohne wirklich zielen zu müssen. Also darauf muss man sich schon einstellen. Den Gegner niederkämpfen, aus der Deckung locken und dann wegsnipern oder so. Das passiert ganz selten. Meistens ist es wirklich ein Durchgerenne, aber es ist wie gesagt überragend inszeniert und dadurch fällt es auch nicht wirklich negativ ins Gewicht. Wie ich jetzt wahrscheinlich schon ein Dutzendmal gesagt, habe ich es ja eher mit Rollenspielen und ich habe ungelogen die letzten 96 Stunden größtenteils in Skyrim verbracht und überall, wo ich hingehe, sehe ich jetzt so ein kleines Schleichenkreuz und alles, was ich tue, wird von Männerchören begleitet. Natürlich werden wir euch auch zu Skyrim, soweit es erscheint, Tipps, Tricks, Lösungen und alles Mögliche liefern. Hier und heute dürfen wir euch noch nichts verraten, dafür haben wir einen exklusiven Studiogast. Bei uns heute, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Dovahkiin. Wie ihr vielleicht schon im Video gesehen habt, ist der Dovahkiin bei uns per Post angekommen und die Praktikanten haben ihn zusammengebaut und jetzt ist er lebendig geworden und soweit ich das verstanden habe, ist er jetzt auch bei uns Praktikant. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Hauptfigur von Skyrim? Wie ist es denn so, hier zu arbeiten? Viele stellen sich die Frage, ob die Verteilung dieses Titels, mit dem man sie ansprechen kann, vielleicht ähnlich in Richtung gehen soll wie bei BioWare-Spielen, dass man also einen Namen hat, den man der Figur geben kann, egal wie sie aussieht, Shepard, Hawk und dergleichen. Ja? Ich glaube nicht. Vielen Dank, Herr Dovahkiin. Oh.
war. Mich erreicht gerade eine aktuelle Meldung. Die beiden Männer, die in Frankreich 6000 Modern Warfare 3 Kopien erbeutet haben, sind keine Mitarbeiter von Electronic Arts. Ja, das wäre jetzt langsam auch ein bisschen viel des Guten für den Spieleriesen. In letzter Zeit ist es ja in Mode gekommen, auf EA herumzuhauen, ob das jetzt wegen Origin ist oder irgendwelchen anderen Sachen. Aber jetzt hat sich sogar die Tierschutzorganisation PETA eingemischt und angeprangert, dass man in Battlefield 3 eine Ratte ermorden muss, um weiterzukommen. Sie behaupten, dass das Ganze natürlich verrohend und unglaublich schlimm für die Jugend wäre, wie wissenschaftlich bewiesen ist. Obwohl sie natürlich keine Studie anbringen, wo das gezeigt wird. Passend zum Thema haben wir als zweiten Gast im Studio Herrn Todd Skeever. Herr Skeever war die Stuntratte am Set von Battlefield 3 und damit direkt an der fraglichen Szene beteiligt. Hallo Todd! Ja, hallo erstmal. Genau, ich habe die Ratte gespielt, die abgestochen werden musste. Beziehungsweise ich habe sie in der Messerszene gedoubelt, das lief völlig ungefährlich ab. Was sagen Sie denn zu den Anschuldigungen? Das ist doch Unsinn! Früher erstachen Jugendliche noch echte Ratten oder wurden sogar von der Regierung dazu angehalten. Das waren schlimme Zeiten. Virtuell habe ich bereits tausende von Malen mein Leben gelassen, unter anderem in dutzenden Rollenspielen, zuletzt in Skyrim. Gäbe es in solchen Spielen keine Ratten, käme kaum ein Charakter über Stufe 1 hinaus. Irgendwo muss man schließlich anfangen. Vielen Dank, Herr Skeever. Das war's auch schon für heute. Wir melden uns das nächste Mal mit mehr Einblicken aus Skyrim. Tschüss!